Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr den Titel schon entnehmen könnt, geht es heute wieder um ein What I Eat in a Day. Und zwar, dieses Video ist sowas von angefragt, Leute. Ich finde es so krass, dass ihr das so feiert. Ich liebe auch, solche Videos zu sehen. Und ja, mir macht es auch selber Spaß, solche Videos zu drehen. Ich bin vor 2 Stunden ungefähr aufgewacht. Eigentlich wollte ich vorher zum Sport gehen, aber ich dachte mir so, nein, ich hasse es nämlich richtig, mit leerem Magen zum Sport zu gehen. Und ich würde es auch ehrlich gesagt niemandem empfehlen, wenn ihr einfach gar keine richtige Energie habt. Und ihr habt viel mehr Potenzial, wenn ihr etwas davor isst. Auch wenn es was Kleines ist oder eine Banane oder so. Aber ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt ein geiles Frühstück machen. Ihr wisst, bei mir muss alles schnell gehen. Ich werde heute ein Chicken Avocado Sour Cream Wrap machen. Ja, super easy, super schnell, und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich den mache. Also ich war hier schon am Vorbereiten, und zwar benutze ich eine halbe Paprika. Ihr könnt natürlich benutzen, was ihr wollt für ein Gemüse, aber ich würde euch empfehlen, Paprika zu benutzen, weil es sehr, sehr gut dazu passt. Ich habe hier noch 3 andere. I don't know, ob ich die benutze. Ich glaube, es wird ein bisschen zu viel für einen Wrap. Natürlich, wenn ihr mehr isst, auch mehr Gemüse, aber ich denke, so, weil ich halt danach zum Sport gehe, ich will halt nicht, weil meistens, wenn ich viel esse, dann wird mir sehr übel, deswegen ein Wrap wird reichen, und glaube ich, das ist sehr, sehr viel eigentlich, ein Wrap. Vor allem, weil ich so viel reinpacke. Dann braucht ihr eine kleine Zwiebel, Sour Cream oder irgendeinen Aufstrich eurer Wahl. Ihr könnt auch Frischcreme benutzen, aber ich liebe Sour Cream. Dann für mehr Protein benutze ich Kidneybohnen. Sehr, sehr geile Kombi. Und um alles zu toppen, ein wenig geriebenen Käse. Das hier ist Gouda. Ich liebe Gouda. Natürlich braucht ihr auch Tortillas. Ich benutze hier die von Rewe, die Vollkorn-Tortillas, weil ein bisschen healthy und so. Ich kann auch Weizen nehmen, aber Vollkorn hat halt ein bisschen bessere Nährwerte. Und schmeckt eigentlich trotzdem mega lecker. Wisst ihr, was fehlt? So richtige Spinat-Wraps. Die wären richtig geil. Ich sehe die immer in amerikanischen Videos, aber in Deutschland sehe ich irgendwie nie solche Spinat-Tortillas. Ach so, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein wenig Zitronensaft benutzen. Und genau, gleich brauchen wir auch noch ein paar Gewürze. Okay, ich habe gerade meine Bohnen gewaschen. Ich finde, es ist ein Muss, weil ich finde das Wasser, was da drin ist in der Dose, so eklig. Und ja, jetzt sind sie fresh und clean. Okay, mein Hähnchen habe ich jetzt gewaschen und in kleine Streifen geschnitten. Jetzt geht's ran ans Würzen. Da benutze ich Cayenne-Pfeffer. So nach Gefühl, ich finde, Würzen ist jetzt nicht so ein Muss, dass man es irgendwie messen muss oder so. Einfach je nachdem, nach Gefühl. Knoblauch granuliert. Eigentlich könnt ihr frischen Knoblauch benutzen, aber ich bin da etwas zu faul. Paprika edelsüß. Leute, Essen ohne Gewürze ist einfach nicht Essen. Ich finde, wenn man wirklich nur Salz und Pfeffer benutzt, also hate so, ne? Aber I don't know, ich könnte das selber nicht, weil ich liebe gewürztes Essen. Das war jetzt übrigens Pfeffer. Dann kommt Salz. Ich benutze pinken Himalaya-Salz. Dann etwas Kreuzkümmel. Und ein wenig Kokos hier. Ja. Ups. Und ein wenig Koriander. Dann gebe ich etwas Öl rein. Also ihr könnt Olivenöl benutzen, Sonnenblumenöl. Ich benutze Mazola-Öl. Wir benutzen das eigentlich für fast alles. Also das Öl ist richtig vielfältig einsetzbar. Und schmeckt auch sehr, sehr, sehr gut. 1, 2, 3. So, das wird jetzt alles vermengt. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Pfanne erhitzen. Übrigens habe ich Maishähnchen benutzt. Das ist viel, viel zarter und geschmackvoller als normales Hähnchen. Also, ja, könnt ihr auf jeden Fall mal probieren, weil es echt mega lecker schmeckt. Thank you.
Okay, ich habe jetzt alles hier in diese Bowl reingetan. Jetzt geht es gleich ums Toppen. Ich wärme mir gerade mein Tortilla auf in derselben Pfanne. So, jetzt schneller hier warm werden. Ich habe mies Hunger. Ich habe gestern diese Guacamole hier aufgemacht. Und guck mal, wie das schon aussieht heute. So. Also man kann es immer noch essen, aber I don't know. Das Auge ist einfach mit, ne? Wenn ich das so sehe. Aber ich werde einfach, weil, guck mal, hier unten ist es noch so, sieht es noch so gut aus. Ich werde einfach das irgendwie abkratzen. Aber ich dachte, es ist ja so ein bisschen teuer, ne? Ich dachte halt, wenn man das kauft, dass es ein bisschen länger hält. Aber das war einfach am nächsten Tag schon, sieht das schon so aus. Ich dachte, da sind irgendwelche Konservierungsstoffe drin, die das irgendwie länger haltbar machen. Aber guess not. Da lohnt es sich eher wirklich lieber frische Avocados zu kaufen und das dann selber zu machen. Okay, ich habe mich entschieden, dass ich das doch in der Pfanne einfach alles mache, weil danach werde ich den Burrito noch ein wenig erhitzen. Also egal, ihr werdet gleich sehen. Das ist jetzt Sour Cream. Sour Cream. Dann kommt hier die Füllung dazu. Ey, guck mal Leute, also ich sitze jetzt nicht, aber es ist noch mega viel übrig. Also Portion recht locker für zwei Burritos hier. Und Avocado Cream. Und natürlich darf das Beste nicht fehlen. Käse. Oh, ich liebe Käse. Ich mache noch ein wenig Hellise hier drauf für den Kick. Ja, das Essen ist einfach bay. Also, okay, jetzt habe ich gar nicht nachgedacht, wie ich das irgendwie rolle, aber naja, wird schon irgendwie. Was das heißt. Okay. Okay. I made it. Okay, perfekt. Sieht jetzt schon mega lecker aus und es riecht so gut. Okay, Leute, mein Burrito ist ready. Was ist das? Ich habe es richtig geil getoastet. Seht ihr das? Ich kann es auch in einem Toaster, also diese zum Zuklappen, auch toasten. Das wird auch genauso geil. Die Kruste ist schön krustig. Von außen ist es schön knusprig und leicht soft. Und innen ist es so richtig, richtig geil gefüllt. Dann wollen wir mal das Baby hier aufmachen. Yum. Healthy as fuck. Können natürlich auch Reis hinzufügen, aber ihr wisst, Reis sind Carbs und wir haben ja schon hier das Tortilla. Deswegen habe ich halt auf Reis verzichtet. Okay Leute, ich werde jetzt dieses Baby hier verschlingen. Oh mein Gott, ich freue mich so darauf, das zu essen. Das sieht einfach so lecker aus. Und ja, dann sehen wir uns zum Mittagessen wieder. Guten Appetit. Hier schon mal einige Zutaten. Achso, ich kann gar nicht erzählen, was wir machen, ne? Ich werde Udon-Nudels machen. Asiatische Nudeln, frag mich nicht, woher genau. Ich glaube Japan, but I'm not sure. Und die sehen so aus, so richtig thick und juicy. Und die sind schon eigentlich fertig gekocht. Wir müssen die nur noch ein bisschen erhitzen und dann it's done. Also, wir haben hier wieder viel, viel Gemüse. Wir haben die braunen Champignons, eine kleine Zucchini, die aber reicht, weil ich das nur alleine esse. Paprika, eine Zwiebel, die ist noch okay, also nicht judging, okay. Sieht jetzt ein bisschen weird aus, aber ich habe hier Tofu und habe das in ein Baumwolltüchlein hier gepackt und diesen Topf hier drauf gelegt, also ein schweren Topf, damit die ganze Flüssigkeit hier aus dem Tofu rauskommt, sollte man so 10 Minuten lang dann so stehen lassen und dann, damit der Tofu halt, wenn man den brät, crispy wird. Sonst ist er einfach zu matschig, wisst ihr, deswegen, yes. Macht das auf jeden Fall 10 Minuten vorher und dann habt ihr geilen crispy Tofu. Ja, also ich werde jetzt irgendwie, also ich werde nur den Tofu benutzen, kein Fleisch oder so. Ich versuche halt weniger Fleisch und sowas zu essen. Ich merke auch selber, dass mir bisschen besser geht, wenn ich weniger Fleisch, vor allem rotes Fleisch esse. Jetzt wird Zeit für den langweiligsten Part, Gemüse schneiden.
aussieht so. Das fallen auch so bunt bis hier und so. I don't know, ich liebe diese Kombi. Zucchini, Paprika, Champignon und ein bisschen Zwiebeln. Oh, ich habe Knoblauch vergessen. Das werde ich benutzen und den Tofu und dann die Soßen zeige ich euch jetzt. Also für die Soße braucht ihr 2 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Austernsoße, 1 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Reisessig, 1 Esslöffel Sambal Chili Paste. Ich hatte das jetzt nicht, deswegen habe ich Harissa genommen. Es ist auch eine Chili Paste, also ihr könnt eigentlich jede Chili Paste nutzen, die ihr wollt. 2 Esslöffel weißen Wein. Ich habe auch keinen weißen Wein gehabt, deswegen habe ich Apfelessig genommen. Aber auch nur 1 Esslöffel. Ich habe noch am Ende ein bisschen Chiliflocken reingetan für den Kick, aber müsst ihr nicht machen. Und dann am Ende sieht es dann richtig flüssig aus und dunkel. Einfach yummy, diese Soße ist einfach yummy. Also wenn ihr gerne asiatisch isst, wird euch dieses Gericht bestimmt schmecken. Und wenn ihr auch öfter asiatisch kocht, dann holt euch auf jeden Fall die Soßen. Ihr könnt die Soße eigentlich auch fertig kaufen, aber natürlich ist selbstgemacht immer besser. Und ja, investiert auf jeden Fall in die Soßen, die sind noch nicht so teuer. Ihr könnt damit so viele Gerichte machen, also nicht nur das, sondern eigentlich mega, mega viele Gerichte. Okay, Leute, das Essen ist ready. Oh mein Gott. Wie juicy das aussieht. Yum, 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 yum. Und das Gemüse, oh mein Gott. Ich schwör's euch, Leute. Schmeckt besser als draußen im Laden. Ich richte das jetzt an. Und ich fühle mein Leben. Wow, was für eine Riesenportion. Also ich bin echt gespannt, ob ich das schaffen werde. Also ich weiß nicht warum, aber ich koche immer viel zu viel. Aber es sieht eigentlich voll wenig aus. Okay, ich probiere jetzt einfach hier. Kann ich aufhören zu essen. Ich merke es so cool. Wir müssen es selber probieren. Oh Leute, ich bin sowas von voll. Ich habe viel zu viel gegessen. Viel zu viel. Aber es war so lecker, ich konnte nicht aufhören. Dessert geht immer, deswegen werde ich mir jetzt ein Dessert gönnen. Meine Mama hat heute Morgen ein paar Brownies gemacht. Ich werde so ein kleines hier nehmen. Yummy. Okay Leute, ich bin's wieder. Literally, wir haben jetzt Abendessen. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so krassen Hunger. Ich werde mir ein Grilled Cheese Sandwich einfach machen. Ich habe auch irgendwie Bock auf Sandwiches, I don't know why, aber ja, das werde ich machen. Ich habe auch schon meine Kontaktlinsen rausgenommen, weil die einfach, meine Augen sind einfach todestrocken immer. Deswegen nehme ich die immer vorher raus. Und ja, ich bin ehrlich gesagt schon fast fertig mit dem Tag. Aber ich habe Bock auf so einen kleinen Snack, Snacky Snack. Deswegen gibt es jetzt einen Snacky Snack. Ich benutze dieses Protein Sandwich hier. Das gibt es eigentlich überall. Rewe oder Edeka. Eigentlich überall. Außer, glaube ich, Aldi und Lidl und sowas. Die haben es nicht, aber ja. Yeah. That's very nice, weil wir noch extra Protein von diesem Sandwich haben. Und dann der Star vom Sandwich. Diese Paprikapaste hier. Das habe ich bei meiner Freundin gesehen, also gegessen, als ich bei ihr zu Hause war. Es war, hat sie auch so Sandwich-mäßig was gemacht und hat das draufgeschmiert und ich war so, oh mein Gott, was zur Hölle ist das, was so geil schmeckt? Und das ist das hier. Ihr findet das im türkischen Laden. Ich kann offiziell kein Sandwich mehr essen, ohne diese Soße drauf zu machen. Das ist einfach der Shit, Leute. Und dann natürlich Aufstrich, Käse und Geflügel-Mortadella. Aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt, weil nobody cares. Es ist euer Sandwich und ihr könnt euer Sandwich belegen, wie ihr wollt. Ich benutze auch ein bisschen viel. Weil es einfach so geil schmeckt, ey. Wisst nicht, wie geil das einfach schmeckt. Oh mein Gott. Schmeckt einfach so geil. Was habe ich eigentlich für Sandwiches gegessen, bevor ich das kannte? Like, what the fuck? Come on, girl. Okay, dann nehmen wir eine. Echt, Leute, das ist easy peasy.
Ich liebe Emmentaler. Oh, wer liebt noch Emmentaler? Emmentaler ist einfach der beste Käse. Ist es Emmentaler? Oder ist es Edamer? Scheiße, ich hab vergessen, wie mein Lieblingskäse heißt. Keine Ahnung, aber der ist so gelöchert. Ein paar Mortadella. Da wir keine Butter drin raufgeschmiert haben, waren wir uns ein wenig fett. Und dann klappe ich das immer zusammen. Ich schmiere aber ein wenig, also wirklich ganz wenig, weil das Brot ist eh voll weich. Etwas Butter. Die Oberfläche, weil ich werde das jetzt noch in der Pfanne grillen. Das soll halt nicht anbraten, das soll so eine geile Kruste bekommen. Und mein Topf hier habe ich schon vorgeheizt und dann gebe ich einfach mein Sandwich da rein. Oh, dieses Geräusch gibt mir so Chills, weil ich weiß, es wird so geil knusprig und innen schön warm und einfach geil schmecken. Okay Leute, ich würde sagen, wir schneiden das Baby auf. Das sieht scheiße lecker aus. Zwar ist das Licht ein bisschen schlecht geworden, weil es jetzt langsam dunkel wird. Aber ja, mein Sandwich. Et voilà. Sieht so aus. Und ich habe noch nebenbei ein bisschen Gurken geschnitten und ein paar Oliven. Ich finde Oliven so lecker. Oh mein Gott, schon die Kombi. Seht ihr, wie geil dieser Käse geschmolzen ist? Probiert es auf jeden Fall aus. Hol ich diese Tomatenpaste. Ne, hol ich diese Paprikapaste und du. Okay, ich probiere jetzt dieses Baby hier. So lecker, oh mein Gott. Genau darauf hatte ich so Bock. Einmal so ein geiles gegrilltes Sandwich. Das war so lecker. Okay Leute, ich werde jetzt das Video beenden, weil ich werde heute definitiv nichts mehr essen. Das war ein echtes Full Day of Eating, realistisch. Ich bin happy, ich gehe satt ins Bett. Und ich bin sehr dankbar, dass ich genug Essen habe, jeden Tag. Und dass ich das essen kann, was ich möchte. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall. Oder lasst mich per Like wissen, damit ich sehe, es gefällt euch. Und dann werde ich auf jeden Fall mehr machen. Es kommt auf jeden Fall noch mehr Fitness-Content. Ich muss noch gucken, wie ich das alles richtig so einbaue und mache. Und ja, es ist etwas schwer, aber es wird schon. Ich gehe mich jetzt abschminken und Bett fertig machen und dann geht's für mich ins Bett. Es ist 21 Uhr. Ich bin todmüde. I don't know why, aber manche Tage ist man einfach müde. Ich krieg nächste Woche meine Tage wahrscheinlich deswegen. Aber ja, okay, das war's jetzt. Ich hebe dieses Gelaber für ein anderes Video mal auf. Vergiss nicht, das Video zu liken und zu kommentieren und abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye.